Casinos einem neuen Abenteuer. Es erwartet Sie ein Ort voller Reichtum, Abenteuer und Faszination. Bummeln Sie durch die verschlungenen Straßen unseres schönen Du hast Geschichten vom Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Seine Legende. Die Flüche. Irgendein Blödsinn, dass es angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegt. Begraben unter einer blutroten Wolke. Ein helles, leuchtendes Monument, das Schatzjäger in ihr Verderben lockt. Die berühmtesten Stars und Entertainer der Welt waren zur feierlichen Eröffnung eingeladen. Eine Einladung war ein Zeichen von Exklusivität. Die Eröffnung sollte den Weg in eine bessere Zukunft symbolisieren. Nicht nur für die Welt, sondern für alle, die an seine Tür kamen. Die Gelegenheit zu einem Neubeginn für alle. Jedoch wurde das Sierra Madre nie eröffnet. Der Krieg ließ es in der Zeit erstarren, wie ein einzelner, gewaltiger Blitz. Die feierliche Eröffnung war das große Ende der Menschheit. Es liegt immer noch da draußen, in der Einöde, geschützt und wartet darauf, geknackt zu werden. Aber es zu finden ist nicht das Problem, sondern loslassen. Hörst du zu? Thank you.
Du willst in der Vault bleiben? Du glaubst, das schützt dich? Nein. Wohl kaum. Das Sierra Madre wird für mich die Drecksarbeit erledigen. Du kannst nicht alle seine Verteidigung. Dachtest du wirklich, du könntest mich bestehlen? Die Überlebenden des Sierra Madre überlegten, sich am Brunnen zu treffen und auf den Kurier zu warten. Am Ende beunruhigte sie die Stille der Halsbänder und die Angst vor gegenseitigen Übergriffen ließ sie zögern. Der Abschied blieb unausgesprochen. Die Radionachricht am Brunnen gab ihnen den Rest. Und ein weiterer Abschied musste nicht sein, bei all dem Leid, das sie erfahren hatten. Befreit von Dog und demjenigen, der Dogs Leine hielt, konnte die andere Stimme die Kontrolle übernehmen. Erst über den Geist, dann über die Hülle. Als erstes kümmerte er sich um die Narben an seinem Körper und ließ sie alle langsam ausheilen, bis auf den gezackten Namen auf seiner Brust. Er dachte kurz daran, ins Sierra Madre zurückzukehren. Aber es war ein Monument der Menschen, das etwas darstellte, das er nicht mehr brauchte. Auf der Suche nach anderen wie ihm begann er, nach Westen zu ziehen. Auf dem Weg sprach er mit dem Kurier, der ihn ein neues Leben beginnen ließ. Dean Domino, Entertainer, Sänger, Dieb, erkundete das Sierra Madre, bald nachdem ihn der Kurier gerettet hatte. Nachdem er das Theater verlassen hatte, erkannte ihn das Sierra Madre als Gast und viele Türen öffneten sich. Es war eben für die Ewigkeit gebaut. Während seiner Suche fand er die letzte Aufzeichnung von Vera und Sinclair und erkannte, was in der Nacht der Bomben geschehen war. Einen Moment lang verspürte er eine seltsame Traurigkeit, wusste aber nicht warum. Er schüttelte sie ab und wandte sich in Gedanken dem Ort zu, aus dem der Kurier gekommen war. Vegas lag noch dort draußen in der Mojave. Was er dort sehen und hören würde. Und Casinos, die es zu knacken galt. Also zog er ein letztes Mal den Hut vor dem Sierra Madre und verließ die Wolke, um woanders neu zu beginnen. Nach Abschluss ihrer Mission fand Christine als Wächterin des Sierra Madre einen neuen Sinn. Schweigend bewachte sie es, aus freien Stücken. Im Lauf der Zeit betrachtete das Geistervolk sie als eines der Hologramme. Schweigend schaute es zu, wenn sie unter ihm wandelte. Ab und an dachte Christine an den Kurier, der ihren Hals aus Elijahs Griff gelöst hatte. Dieser Kurier erinnerte sie an den anderen, den sie in der großen Leere getroffen hatte. Und sie fragte sich, ob die beiden sich je begegnet waren. Sie dachte nicht mehr an die beiden, bis sie die Legenden aus der Kluft hörte. Die Kluft, in der die beiden Boten, die beiden Kuriere, unter einer uralten Flagge am Rande der Welt miteinander rangen. Du hast von Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Die Legende, die Flüche. Irgendeine Torheit, dass es angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegen würde. Eine Geisterstadt. Unter einer blutroten Wolke. Ein hell erstrahlendes Monument, das Schatzjäger ruft und in den Tod lockt. Eine Illusion. Ein Versprechen, dass man sein Schicksal ändern kann.
noch einmal von vorn beginnen. Es zu finden ist nicht das Problem, sondern das Loslassen. Man lässt los. Man lässt los. Es ist Loslassen. Man lässt los. Wenn Sie die Sorgen des Lebens erdrücken, wenn Sie vor Ihren Sorgen fliehen. Du bist gekommen, Kurier, um deine Heimat ein letztes Mal brennen zu sehen. Kuriere haben es endlich geschafft. Die Gebiete im Westen und Osten der Mojave sind zerstört. Sie sollen alle zur Hölle fahren. Die Tat wurde 200 Jahre später aufgedeckt, als andere Kuriere die Überreste der Mojave erforschten. Sie fanden dort Relikte der RNK, Zeugen ihrer einst so großen Geschichte. Am Ende der Auseinandersetzung blieb nur noch der Kurier im Herzen der Kluft übrig. Der wahre Kurier. Kurier 6. Der Kurier riss die alte Flagge des Commonwealth von den Seilen und warf sie über die Leiche. Ob aus Respekt oder aus Wut wegen der Leiden, die er erdulden musste, um so weit zu kommen,
ist nicht bekannt. Die Geschichte lässt manchmal Raum für Interpretationen. Nur der Kurier selbst könnte uns Gewissheit verschaffen. Der Kurier kehrte seiner Heimat erneut den Rücken und wanderte durch die tückische Kluft wieder zurück. Die Tunnelgräber und Gezeichneten ließen die einsame Figur so passieren, als hätte der Kurier das Recht dazu. Oder als hätten sie Angst. Der Kurier ging weiter, erneut bis zur Grenze der Kluft. Dies war sein letzter Weg von der zweiten Schlacht um den Hoover-Staudamm. Dort lag am Boden ein letztes Paket, das von einem anderen Kurier stammte. Eine Truhe mit einem Geschenk und einer Nachricht. Den Inhalt solcher Nachrichten kennen nur die Kuriere selbst. Die Lichter leuchteten über der Kluft. Als Erinnerung an die Geschichten der alten Welt, die in der Gegenwart gedeutet werden wollen. Es heißt, der Krieg sei immer gleich. Für den Menschen gilt das nicht. Er kann sich seinen Weg aussuchen. Diese Straße war nun zu Ende. In den Jahren vor dem großen Krieg hatte Big Mountain die klügsten Köpfe der damaligen Zeit beherbergt. Visionäre Wissenschaftler wurden hierher geholt, um die größten technologischen Herausforderungen ihrer Ära zu bewältigen. Sie versuchten, eine neue, hochtechnologisierte Welt zu erschaffen, die allen Menschen ein besseres Leben ermöglichen sollte. Schallemitter, Weltraumlegierungen, DNA-Hybridisation, Kraftfelder, Autodoc-Fortschritte in der Hirn-, Herz- und Traumachirurgie. In den elektronischen Schmieden von Big Mountain nahmen die Hoffnungen und Träume eines Jahrhunderts Gestalt an. Im Zentrum der Forschungen stand die Kuppel. Eine riesige Felsanlage, in der Labore für jede dem Menschen bekannte Wissenschaft zu finden waren. Es war eine Denkfabrik, in der es keine unlösbaren Probleme, keine unbeantworteten Fragen mehr gab. Der große Krieg brachte Big Mountain und seinen Wissenschaftlern eine neue Energie. Obwohl sie fern der Front waren, schlugen die Wissenschaftler ihre eigenen Schlachten auf der subatomaren Ebene. Gleichungen und Berechnungen marschierten endlos über Wandtafeln und Computerterminals. Es gab nur ein Ziel, den Krieg zu gewinnen. Jahrelang waren die Gehirne und Computer von Big Mountain erfüllt vom Kreuzfeuer der Flugbahnen, Waffenblaupausen und Nukleartheorien. Die Probleme wuchsen schneller als die Lösungen. Zunächst nur linear,
Dann aber exponentiell, wie der Krieg, eskalierten auch die Fragen. In der Nacht des 23. Oktober 2077 erhielten die Wissenschaftler eine Antwort, die all ihre Fragen verstummen ließ. Danach schliefen viele der stillen Experimente im Big Mountain ein. Und ihre Schöpfer siechten langsam in der neuen Welt, die entstanden war, dahin. Und der große Fels in der Mitte der großen Leere blieb lange Zeit unberührt, erfüllt von zahllosen technologischen Wundern. Wunder, die letztlich doch nur nicht mehr als Antworten auf die falschen Fragen gewesen waren. Wir denn an? Sie setzen... Schergen! Zerstört diesen Eindringling! Schergen! Zu mir! Oh ja, das ist schön viel besser! Na, sieh mal einer an, wer sich endlich diese kleinen... Der Lobotomit ist zurück. Wurde Dr. Möbius, wie erhofft, zu Altmetall- und Stimmmodulteilen umgenenerfiziert? Ich würde Ihnen raten, auf Ihren Ton mir gegenüber zu achten, Lobotomit. Nun, Ihr Gehirn. Übergeben Sie es uns, oder wir extrahieren es wieder. Ein... Kampf?
Ich war noch nie an einem Kampf beteiligt. Was mache ich? Ey, Kollegen! Denkfabrik! Alarm! Alarm! Wir werden angegriffen! Vernichten Sie es schon mit Ihren Gedanken! So wurde Big MT, die große Lehre, wieder zum Heim eines der klügsten Köpfe seiner Zeit. So wie es vor dem großen Krieg gewesen war. In den folgenden Jahren wachte der Kurier über die große Lehre. Er bewahrte ihre Geheimnisse, bis anderen damit geholfen werden konnte. Das war immer die Aufgabe des Big MTs. Jenseits der Labore und der Wissenschaft ging es stets darum, der Menschheit eine Zukunft zu schaffen. Die zentrale Intelligenzeinheit des Beckens war beeindruckt, ob der gründlichen Erkundung, die der Kurier vorgenommen hatte. Einrichtungen, die verloren oder zerstört geglaubt oder an einen neuen Ort gewandert waren, hatte sein unerschrockener neuer Herr wiederentdeckt. Die künstliche Persönlichkeit debattierte mit sich darüber, ob die alte oder die neue Leitung zu bevorzugen sei. Und kam zu dem Schluss, dass der gründliche Ansatz des Kuriers, was R und Nachforschung betraf, ein bewundernswerter und respektabler war. Die verbotene Zone blieb genau das. Verboten. In ihren Canyons wurden keine Roboskorpione mehr gesichtet. Ohne die Ankündigungen von Dr. Möbius, alles zu vernichten, was es wagte, einen Verstand zu besitzen, wurde der Big MT noch ein wenig einsamer. Doch man sagt sich, er würde in den Gleichungen, auf den Wänden und auf dem Boden seiner Kuppel in der verbotenen Zone weiterleben. Einem Spinnennetz von Symbolen, das tausende brillanter Gedanken enthält, die nun im Dunkel der Geschichte verloren sind. Eine seltsame, nie gekannte Stille lag über dem Becken. Die fehlenden Persönlichkeitsmodule hinterließen es leblos und steril. Als sich der Kurier durch die X8-Einrichtung schlug, haben die Computer die Bewegungen des Testsubjekts analysiert. Schließlich haben sie neue Cyberhunde erschaffen, um das Ödland von Kommunistenverrätern zu säubern. Verrätern wie Betsy Bright und Richie Marcus. Obwohl sie anscheinend keine Kommunisten finden konnten. Darum haben sie ein Geheul angestimmt, das sich über viele Meilen verbreiten konnte. Das Infiltrationsprogramm von X-13 scannte auch lange nach Beendigung des Versuchs nach dem Subjekt und dem Tarnanzug. Frustriert und unfähig, seine Technologie wiederzufinden, erweiterte X-13 sein Arsenal an Stolperdrähten, Sensoren und Robohirnen über ganz Big MT. Dieser blau schimmernde Wald aus Lichtstrahlen zerteilte zur unkomplizierten Entsorgung alles in kleine, handliche Segmente, was in ihn eindrang. Der Kurier zog mit intakten Organen und etwas leichtfüßiger weiter, aber alles war am rechten Fleck, so wie es sein sollte. Denn auch Gehirne können ein Eigenleben mit eigenen Gedanken entwickeln und das Gehirn des Kuriers war schlauer als die meisten. Der Keller der Denkfabrik. Mit den lobotomisierten Roboterkörpern der Doktoren gefüllt, diente nun als Friedhof. Die Monitore hatten den Kampf in Gänze aufgezeichnet, einschließlich der letzten schrillen Schreie der wimmernden und um Gnade flehenden Denkfabrik. Sie senden diese letzten Momente als eine Warnung an jeden, der sich dem Gebiet nähert. Andere Schlaumeier sind nicht willkommen. Der Kurier war der Nachfahre der großen Lehre. Und es gab nur Platz für einen Willen in den Hallen der Kuppel der Denkfabrik. Im Ödland gibt es eine besondere Redewendung. Man spricht dort vom Alte Welt Blues. Es bezieht sich auf diejenigen, die von der Vergangenheit so besessen sind, dass sie weder die Gegenwart noch die Zukunft wirklich sehen können. Sie starren in die Vergangenheit, Augen wie Scheinwerfer,
flackernd und erschöpft, während die Realitäten ihrer Welt um sie herum fortbestehen. Die Wissenschaft ist ein langes, kontinuierliches Voranschreiten in die Zukunft. Ihre Auswirkungen sind oft erst Jahrhunderte später spürbar. In der Zeit nach der zweiten Schlacht am Hoover-Damm bekam der alte Weltblues eine neue Bedeutung. Obwohl er einst für Traurigkeit und Nostalgie stand, wurde er bald zu einem Ausdruck für das Potenzial einer Zukunft. Es ist leicht, Wissenschaft als die Quelle allen Bösens zu sehen, Technologie als die Wurzel allen Übels, allen Unglücks. Mit dem Kurier an der Spitze wurde die Wissenschaft zum Leuchtfeuer der Zukunft. Es gab den alte Weltblues und die Hoffnung auf eine neue Welt. Und am Big MT siegte die Hoffnung. Es gäbe noch mehr zu sagen, doch die Geschichten in der großen Leere sprechen für sich selbst. Bewaffnet mit dem Transportalponder gelang es ihm, in die Kuppel zurückzukehren und die Geheimnisse der großen Leere nach und nach zu enthüllen. Wachsam, bedeckt vom Wüstensand, wartete das Becken auf die Rückkehr seines Herrn. Es galt nur noch einen Weg zu beschreiten. Doch dabei war der Kurier auf sich allein gestellt. Howdy, mein Freund. Sie haben einen kleinen Funkspruch. Einfach. Und diesmal sind Sie sicher? Gut, also dann. Die Reise wird eine Weile dauern, also können Sie auch Ihre Ohren aufsperren und zuhören, was der alte Jet zu sagen hat. Vor einigen Jahrzehnten begannen Bürger der RNK von einer Gemeinschaft namens Neukanaan im nördlichen Utah zu hören. Wussten wenig über sie, außer dass sie religiöse Leute waren, sandten Missionare, um mit den Stämmen zu reden. Wir haben eine Menge Sekten gesehen, aber die Neukanaaniter waren ehrliche Händler und gute Kämpfer. Raiders würden sich nicht mit ihnen anlegen. Aber dann tauchte die Legion in Arizona auf. Ich schätze, sie wissen alles darüber. Es stellte sich heraus, dass Caesars oberster Kriegshäuptling, der Legat von Malpai, ein Neukanaaniter war, Joshua Graham. Man sagt, Graham war der fieseste, härteste Hurensohn der ganzen verdammten Legion. Die Neukanaaniter redeten nicht über ihn. Sie schämten sich. Ich kann sie nicht verdenken. Am Hoover-Staudamm traf der Legat von Malpai endlich seinen Gegner. Hanlon und Oliver traten seinen Neukanaan-Arsch direkt zurück über den Fluss. Caesar musste ein Exempel statuieren, um zu zeigen, dass auch auf der höchsten Ebene Versagen nicht toleriert wird. Er übergoss Graham mit Pech, zündete ihn an und warf ihn in den Grand Canyon. Man sagt, er hat auf seinem Weg nach unten nicht mal geschrien.
Nicht lange danach gab es Gerede unter den Sklaven und Stammesleuten. Sagten, Graham wäre nicht tot. War keine große Überraschung. Das Gerede nervte Caesar, also verbot er, seinen Namen auszusprechen. Wollte Joshua Graham aus der Geschichte auslöschen. Sein Wunsch ging in Erfüllung. Joshua Graham verschwand. Stattdessen gab es Legenden über den Verbrannten, der durch die Wüste streift. Wahrscheinlich nur eine Geistergeschichte. Aber es war lange still um Neu-Kanaan. Ist vielleicht nur Zufall. Vielleicht ist der Legat von Malpei tot. Oder vielleicht kroch Joshua Graham aus diesem Canyon und fand endlich den Weg zurück nach Hause. In Ordnung, Leute. Es hat etwas gedauert, aber jetzt sind wir da. Zion. Ich weiß, euch tun die Füße weh und ihr seid kaputt. Aber wir müssen uns auf den Weg konzentrieren, der vor uns liegt. Nicht der Weg, der vor uns liegt, macht mir Sorgen, Jet. Unser Abstieg durch den Canyon da hinten. Wir kommen garantiert nicht so raus, wie wir reingekommen sind. Und was dann? Verdammt nochmal, Stella, ich bin nicht taub. Die Neukanaaniter werden einen Weg kennen. Und falls nicht, bleiben uns immer noch die Karten auf dem Pip-Boy unseres Freundes hier. Genug herumgeeiert. Kommt in die Hufe und spitzt die Augen nach Stammesleuten. Tut mir leid, dich mit Realität stören zu müssen. Wenen. Interessiert es schon, ob wir auf demselben. Wir hätten ihn beim ersten. So wurde der Konflikt zwischen den Neukanaanitern und den Weißbeinen endlich gelöst. Die Einmischung des Kuriers kippte das zerbrechliche Gleichgewicht der Kräfte. Da sie Joshua Graham so viele Jahre als lebende Legende verehrt haben, akzeptierten die Wüstenpferde nur schwer seinen Tod. Missionare aus Neukanaan versuchten, in Kontakt mit dem Stamm zu bleiben, aber ohne Joshuas Autorität schwand ihr Einfluss. Als Ausdruck ihres Respekts für ihren verlorenen Führer halfen die Wüstenpferde, das Land zu beschützen, wo die Neukanaaniter siedelten. Im Verlauf von Generationen begannen die Wüstenpferde, einen strengen Geist göttlicher Gerechtigkeit des Landes zu verehren. Sie nannten ihn Joshua. Die ohnehin geschwächte Happy Trails Caravan Company war vom Scheitern ihrer Expedition erschüttert. Die Neukanaaniter nahmen ihre Beziehung mit der Karawane niemals wieder auf. Ihre Erfahrungen mit Leuten von außerhalb, in der Nähe des Great Salt Lake und in Zion, waren viel zu schlecht. Innerhalb von 6 Monaten war die Happy Trails Caravan Company bankrott und wurde aufgelöst. Nach einem langen, harten Leben fand Joshua Graham endlich seinen Frieden in Zion.
Am Ende erreichte er durch seinen unbedingten Kampfgeist, was weder den besten Scharfschützen der RNK noch Caesars Zorn gelungen war. Die Neukanaaniter fanden Trost in dem Glauben, dass die Seele ihres Bruders erneut am Ende aller Tage in Zion wandeln würde. Und damit verschwand der Kurier aus der Geschichte der Stämme Zions und ging zurück in den aufkommenden Sturm des Mojave-Ödlands.